Ruhe! Ich muss mich entspannen und da helfen keine gruseligen Uhu-Geräusche. Das kennt man aus dem Trailer. Was sind das für Geräusche? Kann ich eigentlich anhalten? Nein. Hat ein Kollege eine Ahnung, wo wir hinfahren? Office. Haifische. Klaus Monolithen. Verdammt, das war zu wenig Treibstoff. Jetzt muss ich den Rest der Strecke schwimmen. Aber da war etwas im Wasser. Neben dem Boot bewegte sich etwas. Oh, ist das dein Ernst? Kommen wir zu der grünen Statue. Wir müssen ja eigentlich nur nach da vorne, richtig? In Anführungsstrichen. Wie lange nehme ich auf? 1:40. Das ist für mich verdammt viel für ein Horrorspiel. Kannst du schnell schwimmen? Kann er nicht. Aber ich kann auch nicht mehr als schwimmen. Schwimmen, schwimmen. Gib Gas! Und spring, Junge, spring! Ist es weg? Licht! Sag mal, dass es weg ist. Es ist immer noch laut. Wow, wobei... Oh, das ist die Musik vom Startbildschirm. Wobei ich ja sagen muss, das hier sieht so richtig, also fast schon wieder schön romantisch aus. Wenn es nicht ein Horrorspiel wäre, wäre es romantisch. Brauchen wir hier wirklich Licht? Weil wirklich vor Klaus weglaufen können wir ja nicht. Also... Wir müssen vor ihm weglaufen, so oder so, wenn er kommt. Das können wir auch mit Licht machen. Dann sehen wir wenigstens, wo wir hinlaufen. Und ja, ich bleibe wieder auf dem Weg. Wahrscheinlich verpasse ich auch total viele Geheimnisse. Das habe ich auch gelesen, dass es tatsächlich sehr viele Sachen zu finden gibt. Aber das Problem ist, ich bin so ein Schisser, dass ich eigentlich ungern riesen Umwege machen möchte, nur um irgendwas zu entdecken. Außer diesen wunderschönen Wasserhahn, den haben wir entdeckt. Ich sag's ja, eigentlich muss man wirklich sagen, wär's nicht so gruselig, wär's romantisch. Ich würde mich hier gerne kurz hinsetzen. Ruhe! Ich muss mich entspannen und da helfen keine gruseligen Uhu-Geräusche. Ja, Uhus sind auch so ein Standardgeräusch in Horrorspielen, oder? Ohne geht nicht. Wahnsinn, hättet ihr gedacht, dass sich das landschaftstechnisch so entwickelt, wie es sich jetzt gerade entwickelt? Also, dass wir dann doch an so viele verschiedene Orte kommen? Ich habe tatsächlich gedacht, dass sich der Großteil im Wald abspielen wird und man irgendwo durch den Wald hechtet.
wo ich mich dann andauernd verlaufe. Aber das hier ist... Muss ich tatsächlich sein? Ich finde das cool, dass das hier so eine Vielfalt bietet. Hätte ich nicht mit gerechnet. Da ist ein gruseliges Loch unter der Treppe. Da gucken wir nicht rein. Okay, es wird gespeichert. Irgendwie juckt es mich hier die ganze Zeit. Aber hier ist auch eine Mücke unterwegs. Okay, rechts ist ein Haus. Folgen wir dem Irrglauben, dass es bei dem Haus friedlich ist. So wie in dem letzten Haus, in dem wir waren. Abgeschlossen. Hm, da könnte etwas Nützliches drin sein. Okay, gut. Also hier könnten wir also zumindest mit Schlüssel weiterkommen. Was sind das? Effigies? Gibt's auch in the Forest? Mein Gott, dieser Schädel ist riesig. Welcher schrecklichen Kreatur mag er gehört haben? Das ist eine gute Frage, die wir hoffentlich nicht herausfinden müssen. Es ist gut, dass ich hier lang gehe. Hm. Oh, das ist schön. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Verdammt, was für ein Ort ist das? Es sieht aus, als hätten hier Opferungen stattgefunden. Kollege, also wir müssen wirklich mein ernsthaftes Wort reden. Das geht so nicht, dass du immer wieder vergisst, was hier passiert ist. Ich bin ja schon vergesslich. Du musst mich immer wieder daran erinnern. Das wäre eigentlich deine Aufgabe. Jetzt hat er hier vergessen, dass hier Opferungen stattfinden. Das haben wir doch schon ganz am Anfang geklärt, oder? Haben wir das nicht schon ganz am Anfang geklärt? Können wir noch eine zweite Laterne mitnehmen, damit es heller wird? Da ist künstliches Licht. Ich werde mich 100% verlaufen. Ich möchte kurz wissen, wo das künstliche Licht herkommt. Von Strahlern. Was ist das hier? Eine Ausgrabungsstätte? Hier irgendwas ausgegraben? Nicht hier in diesem Rädchen drehen. Ich kenne mich nicht aus mit solchen Maschinen, aber ich möchte grundsätzlich an Rädchen drehen. Verschlossen, es gibt keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Naja gut, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Jetzt würde ich noch eine Tür öffnen müssen. Oh, diese Musik hier. Teilweise kommt hier so richtig gruselige Musik kurzzeitig. Sind das alles nur Orte, die wir uns mal eben kurz angucken können, wo es nicht wirklich was gibt? Nehmen für meine Verhältnisse schon ziemlich lange auf für ein Horrorspiel. Ja, wir spielen das heute durch, habe ich gesagt. Das war Klaus. Richtig? Der war kurz. Es wird gespeichert. Da war kurz eine schwarze Wolke. Können jetzt hier nach rechts gehen. Oder hier zu dem Haus. Oh, mit einem kleinen Gartenhäuschen. Oh, ihr habt euch nicht um eure Pflanzen gekümmert. Schweinerei. Huch, die Tür geht auf. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich gucke erstmal kurz außen rum. Weil es überhaupt nicht gruselig ist, außen rum zu gucken. Aber, Kollege, wir übernachten nicht wieder in irgendwelchen gruseligen Häusern. Das kannst du vergessen. Das hätte ich auch im Leben nicht gemacht. Hättet ihr da geschlafen? So müde kann ich gar nicht sein, dass ich das gemacht hätte. Ich habe gerade eine Stimme gehört. Dieser Raum ist im schlechten Zustand. Das Wasser stinkt widerlich. Hm, Gammelwasser. Es funktioniert nicht. Da drin ist gruselige Musik. Okay, gut. Ich dachte, das könnte man... Ich höre Stimmen. Wie ein Stöhnen irgendwie. Obwohl das Dorf zerstört ist...
und viele von uns es nicht überlebt haben, haben wir uns entschlossen, die Warnungen des großen Alten zu ignorieren und weiter unseren Plänen zu folgen. Zum Glück war unsere Expedition erfolgreich und wir können noch immer nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Diese Maschine hat eine unglaubliche Macht und hat es uns erlaubt, das Portal zu öffnen. Ich bin gerade mal kurz ruhig. Da ist eine Stimme, oder? Da ist... Ich höre auf dem rechten Ohr eine Stimme. Wir trugen Schutzanzüge, um uns vor widrigen... Es macht mich total kirre. Umweltbedingungen zu schützen, das erwies sich als unnötig, da wir in eine Welt kamen, die der unsrigen glich. Es gibt Zeichen einer fortgeschrittenen Zivilisation und nächstes Mal werden wir uns vom Portal entfernen und die Umgebung erkunden. Das heißt, die sind jetzt in unserer Welt und wir sind in der gruseligen Welt. Ganz toll. Ganz toll! Wieder das seltsame Objekt. Könnte es irgendein religiöses Symbol sein? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wir müssen jetzt da hoch, wo die Stimme herkommt, richtig? Aber es ist eigentlich voll schön eingerichtet irgendwie. Bisschen dreckig, aber... Eigentlich... Ich mach mal lieber die Tür zu. Eigentlich schön eingerichtet. Ein alter, rostiger Schlüssel. Als wüsste ich noch, wo jetzt diese Tür war. Wieder einer dieser schrecklichen Statuen. Ja, Götteranbetung. Sonst kann er das Bett nicht benutzen. Hallo! Kann man die... Ich möchte die Tür zumachen. Die von uns gesammelten Informationen erlaubten uns, das Universum besser zu verstehen. Es scheint aus einer zentralen Sektion und zwei symmetrischen Extremitäten zu bestehen, von der eine wie eine Kopie der anderen wirkte. In einer Extremität befindet sich unsere Welt, während das Land, das wir jetzt erforschen, sich auf der gegenüberliegenden Seite befindet, beide in gleicher Distanz vom Zentrum des Universums. Wenn diese Theorie stimmt, muss diese Welt eine Kopie von unserer sein. Weshalb sollte der große Alte uns von so einer Wahrheit fernhalten? Nun ja, es gibt diese Theorien, gibt es ja, mit, dass es verschiedene Realitäten gibt. Ich habe mir da auch mal eine sehr ausführliche Dokumentation zu angeguckt, die ich sehr, sehr interessant war, aber auch sehr, sehr crazy, wenn man darüber nachdenkt. Und zwar ging es in dieser Dokumentation darüber, dass daran geforscht wird, wie wir uns beamen könnten. Und die einzige Möglichkeit, die die Menschen momentan sehen, ist, dass man sich an dem einen Ort entmaterialisiert und am nächsten wieder materialisiert. Das Problem ist, warum man noch ein bisschen Angst hat. Man weiß nicht, was ist mit der Seele und den Erinnerungen. Teleportiert man die mit? Kommt am anderen Ende sozusagen dieselbe Person wieder raus? Oder eine völlig andere? Und ist sie vielleicht in den ersten Stunden, Tagen, Jahren die Person, die man dachte, die sie ist? Und plötzlich nach 10 Jahren stellt sich heraus, da fehlt was oder da sind ganz andere Charakterzüge. Das ist, fand ich total crazy. Und da ging es dann eben auch darum, hier fängt gruselige Musik an, dass es vielleicht verschiedene Realitäten gibt. Warum ist die Musik hier so bedrohlich? Nur weil da oben Licht flackert? Oh. Das bisschen Blut. Haben wir schon mehr gesehen. Kannst du nicht? Verschlossen, es gibt keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Gut, verdammt, wir können da runter. Da, wo es blutig ist. Ich höre immer die Schritte hinter mir, das ist so gruselig. Kettensäge. Scheint auch in gutem Zustand zu sein. Es fehlt aber die Kette. Toll, und jetzt setzt gruselige Musik ein. Vielen Dank auch. Das sind Schritte. Und das sind nicht unsere. Können wir nicht einfach so eine Kette nehmen? Ich weiß, das war witzlos. Mh. Sehr schön. Muss ich jetzt den ganzen gleichen Weg
wieder hoch? Wirklich? Oh, das ist so widerlich. Ja, und es gab dann eben die Theorie, dass man sich in... dass man den einen sozusagen hier verschwinden lässt, wenn man ihn beamt, und in einer anderen Welt wieder auftauchen lässt. Also es ist crazy. Die Dokumentation war total crazy. Okay, sie ist immer noch verschlossen. Sehr schön, du kannst auch gerne verschlossen bleiben. Okay, wir haben jetzt einen Schlüssel. Da oben. Leuchtet rotes Licht. Was macht es? Es leuchtet rot. Entschuldigt. Ich rede wirres Zeug, wenn ich mich aufheitern will. Okay, da vorne waren wir ja jetzt drin. Da müssen wir also nichts aufsperren. Den Schuppen an sich konnten wir nicht aufsperren. Da geht's aber auch weiter. Das können wir natürlich probieren. Moment mal. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da schon weitergehen sollen. Eine kurze Sekunde. Ich hoffe, ich krieg mich soweit noch orientiert. Lass uns noch mal kurz das Stückchen zurückgehen. Da gab es ja eine Tür, die wir nicht aufschließen konnten. Würde ich das kurz probieren. Bevor wir uns weiter umgucken. Und zwar dieses eine Haus, wo es hieß, da könnte etwas Nützliches drin sein. Da sind wir hergekommen. Ich habe mir mal was gemerkt. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Geöffnet. Dankeschön, wir machen die Tür wieder zu. Oh nein, ich will nicht wieder irgendwelche Holzleitern hochgehen und mich in Betten legen. Das finde ich gruselig, Kollege. Aber ich glaube, wir müssen da wohl hoch. Hier ist nichts. Es gab schon lange keinen Schreckmoment mehr. Spiel, dein Einsatz. Das wäre auch gruselig gewesen, oder? Wenn wir da unten jetzt jemanden gesehen hätten. Kette. Ausgezeichnet, ich habe die Kettensäge zusammengebaut. Jetzt kann ich sie benutzen. Und wieder kaputt machen vor allem. Es gibt keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Wofür brauchen wir denn eine Kettensäge? Das wissen wir noch nicht. Müssen wir jetzt wieder in die andere Richtung weitergehen. Aber er kann das auch nicht wieder benutzen, also wir müssen dann immer wieder runterspringen. Die Musik ist so bedrohlich. Okay, wo könnten wir eine Kettensäge gebrauchen? Wofür könnten wir eine Kettensäge gebrauchen? Das ist die Frage. Hier rechts war diese Ausgrabungsstätte mit einem komischen Apparat, den wir nicht bedienen konnten. Dann gehen wir einfach mal in diese Richtung bei dem Haus weiter, denn da unten waren wir ja jetzt. Richtig? Das war dieses Haus mit dem... Jetzt bin ich durcheinander. Doch, das war dieses Sägewerk, wo wir die Kettensäge an sich hier haben. Jetzt sehe ich überall irgendwelche Schatten, die auftauchen. Furchtbar. Das sieht... Eigentlich sieht das hier voll schön aus mit den... Pollen, die hier durch die Luft fliegen, wenn es Pollen sind. Ich glaube, es sind Pollen. Sieht aus wie Pollen. Und hier mit den Fliegen und den Motten ums Licht. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich dachte mir gerade so, hey, da ist eine identische Brücke. Wäre doch jetzt witzig, wenn wir rüber gucken würden und da würde Klaus unterwegs sein. Und natürlich ist da Klaus unterwegs. Hat es gerade kurz gehackelt. Es wird gespeichert. Aber wir sind jetzt 2 Stunden am Spielen und es gab keinen Crash. Das ist gut. Ich möchte es nicht beschwören, aber das ist gut. Also dafür, dass das jetzt in Anführungsstrichen erst der 2. Patch ist. Es gab ja diesen einen Patch, da hat das leider noch nicht so gut funktioniert. Und das ist jetzt der 2. Patch. Muss ich sagen, das kriegen manche
großen Spielehersteller nicht so schnell auf die Reihe. Draußen bleiben. Könnt ihr vergessen, weil ich bin überhaupt nicht neugierig. Wie ich hier halt manchmal Schritte höre und glaube, dass es nicht wir sind, aber es sind, glaube ich, wir, weil der Sound einfach ein bisschen komisch ist. Ich krieg schon Kreuzschmerzen, weil ich gerade wahrscheinlich total ungesund sitze. Weil ich so angespannt bin die ganze Zeit. Ich immer nur darauf warte, dass irgendwas passiert und mal wieder ein Schreckmoment kommt oder keine Ahnung. Was? Wo? Wo, wo, wo? Aufmachen. Wo war der? Wo ist er? Wo war er? Keine Möglichkeit, sie zu öffnen. Wo war er? Das Auto. Na, offensichtlich scheint diese Welt unserer ziemlich ähnlich zu sein. Bis auf das, dass sie alle schmutzige Häuser haben. Sind wir jetzt von da gekommen? Ich glaube. Also können wir jetzt nach da weiter oder nach da hoch? Nach da hoch. Nach da oben. Aufnahme. Alles gut. Hoffe ich. Ja, okay. Gut. Wir gehen da lang. Klaus. Ist okay, ist okay. Mal eben Kettensäge anschmeißen, während Klaus hinter uns ist. Dafür muss Zeit sein, Klaus. Oh wow, jetzt sind wir in einem Sumpf, wirklich. Oh, Sümpfe sind ja auch total gruselig. Ich höre immer Schritte, das macht mich wahnsinnig. Oh nein, in Sümpfen, hier verirre ich mich, hundertprozentig. Da gibt es nämlich keinen wirklichen Weg. Naja, so halb. Aber wenn ich anfangen muss zu laufen, dann ist es vorbei. Und was lernt man in Sümpfen? Folge den Lichtern. Das ist immer gut.